Willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich dir hier diesen Deutz D9005 vorstellen. Der kostet hier 10.500 Euro. Und hier haben wir schon unser gutes Stück. Ist ein schicker Oldtimer und der kostet Leasing 535 Euro. Er hat hier Allrad, sieht man hier auch hier die Kardanwelle vor. Alles schön gemacht, wenn man sich so anschaut. Vorne haben wir hier Zugmaul und hinten haben wir auch Zugmaul. Kardanwelle, Ackerschiene. Er wurde hier ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht, wie wir sehen, hier die Scheinwerfer her und hier mit die Anschlüsse für die dynamischen Schläuche. Wir haben hier eine oder sind das zwei Steckdosen? Sieht aus wie zwei. Ja, da haben wir einmal das Modell einmal so her. Dann haben wir hier Sonderausstattung. Haben wir hier vorne noch ein Frontgewicht mit Zugmaul. Dann haben wir hier mit Kindersitz für 50 Euro, also das Frontmaul mit Zuggewicht kostet 700 Euro. Dann haben wir hier einen Überrollbügel für 150 Euro. Ist jetzt der Kindersitz verschwunden? Und dann haben wir hier mit Kindersitz. Dann haben wir Reifenvariante, wie wir sehen, Pflegebereifung für 750 und das der Überrollbügel mit Kindersitz 200 Euro. Ja, der hat hier eine Höchstgeschwindigkeit von 32 km/h, 135 Liter Kraftstofftank, 85 PS entsprechend, 63 kW. Wir kaufen den einmal so schon mal, dass wir den ein paar Mal sehen. Dann haben wir hier vorne eine Fronthydraulik, wie wir ja sehen, mit einem, na, ist meine Maus, also wieder mal dieser Treiber von Windows. Wo ist jetzt die Maus hin? Das nervt ein bisschen. So, ist die Maus wieder da. Gott sei Dank. So, funktioniert wieder. Dann haben wir hier mit Verdeck 1 für 1200 Euro. Dann haben wir hier die Zwillingsbereifung hinten mit Pflegebereifung. Dann kaufen wir den auch mal so. Kostet 1000 Euro. Die Fronthydraulik, wie wir hier sehen, 2000 Euro. Dann sind wir wieder auf Standard. Dann haben wir hier mit kompletten Verdeck 2 für 2200 Euro. Und dann haben wir hier wieder Standardbereifung. Ich finde, sieht echt sehr schick aus. Was haben wir jetzt hier noch? Und wieder Standard. Ja, das war's eigentlich soweit das schon mal. Jetzt schauen wir uns den jetzt mal so an. Wir haben den jetzt schon mal da stehen. Das sind wir hier mal den ersten. Wow, cool, muss man wirklich sagen. Also, Geschwindigkeit sind wir jetzt hier. 31 km/h, bremsen wir mal, sehen wir hier den Lichtschein auch schön vorne. Nummerntafelbeleuchtung funktioniert auch. Schauen wir mal dann raus vom Hof. Jawohl, der vorne funktioniert auch. So her. Und dann schauen wir mal hier die Kardanwelle. Ist auch animiert. Alles schick. Wie wir sehen, hier die Klappe, auch ganz gut. Immer mal in die Innensicht mal rein, schalten ihn nochmal aus. Sehen wir hier an, was hier da alles dargestellt wird. Schlüssel und Anzeige. Lenker, Gaspedal. Bremse funktioniert auch, wie man sehen. Ach, cool. So. Schauen wir auch gleich hier. Relais zu hören. Anzeige hat er hier keine. So, dann. Testen wir gleich mal hier die Attacher, was wir hier da haben. Pressluftgeräusch hat er auch. Weiß nicht, ob der jetzt da eigentlich Pressluft hätte. Glaube ich nicht. Also, wie wir ja sehen, hier Anschlüsse passen. Fahren wir jetzt mal vor. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah ja, jetzt sehen wir jetzt auch, er hat hier unten Kugelkopfkupplung. Also, er wurde komplett auf den neuesten Stand gebracht. Ackerschiene verschwindet und das geht dann nach oben. Wie wir mal sehen. Ein bisschen drückt hier der Kugelkopf rein, aber dann drücken wir mal die Augen mal zu. Ein bisschen fest zu. Dann sehen wir sogar den Lichtschein vorne auf dem Gewicht drauf. Das ist echt gut gemacht, muss man wirklich sagen. So, hier hinten. Wirklich gut gemacht. Da sehen wir jetzt auch, wie der Kugelkopf verschwindet auch. Das wurde alles ausgeblendet. Und das Zugmaul ist auch verschwunden. So. Dann fahren wir jetzt mal retour. Es ist wirklich ein wirklich sehr, sehr, sehr schöner Oldtimer.
Fahren wir mal so ran. Schauen wir mal vorne. Passt. Es wurde wirklich hier richtig gut gearbeitet, muss ich euch sagen, weil nämlich die Kabel nicht nach hinten durchspacken. Das habe ich auch schon öfter gehabt bei Mod, den ich ja euch gezeigt habe, dass das ja nicht passt. Schauen wir mal, Blinker. Hat er nur hinten, wie man sehen. Vorne musstest du es aussuchen und denken. Man sieht halt von hinten her den Schein ja so durch vor, aber er hat keine. Vorne jedenfalls. Tappen wir mal in den nächsten mal rein. Schauen uns das Ganze mal an. Der hat jetzt hier, wie wir sehen, hier eine Frontelektronik. Schauen wir mal, ob der irgendwie was aufklappen kann. Nein, ich sehe jetzt hier nichts. Der hat IC-Steuerung. Okay. Gehen wir mal in die Innensicht rein. Also im 19. gibt es schon IC-Steuerung. Das finde ich echt cool. Also wirklich nice. Man muss jetzt mal schauen, was haben wir hier noch? Das war's eigentlich da so her. Aber ich finde echt toll, dass das da funktioniert. Ein empfehlenswerter Mod, wirklich. Wie ich jetzt es schon sehe. Aber schauen wir das mal die Lok dann noch an, was eigentlich die Lok uns sagt. Dann jetzt hier vorne, das passt hier auch. Er hat vorne keine dynamischen Schläuche, deswegen hängt auch hier die Anschlüsse für die Hydraulik runter. Super Arbeit, muss ich wirklich sagen. Er hat zwar auch vorne Zapfwelle, aber wie gesagt, das ist alles richtig bis jetzt gemacht, wie ich jetzt das sehe. Und wir tappen jetzt in den nächsten rein. Da hat er jetzt, wie wir ja sehen, hier die Haube rundherum zu. Schauen wir mal, du kannst es hier aufmachen. Das ist echt super. Spiegel hat er auch. Ja, die Spiegel, also die sind jetzt hier ein bisschen so rausgedreht, wie man sehen. Da hätte man den ganzen Spiegel ein bisschen drehen müssen. Deswegen hat der den so rausgedreht. Also das sieht nicht so ganz so schön aus. Und hier genauso. Weil es nämlich drüber hinaus geht und so hochgeschoben. Aber man kann ja sagen, drücken wir mal die Augen zu. Das sind nur Kleinigkeiten. Also starten. Geben wir mal Gummi. Bremsen. Wie man sehen, hier vorne den normalen Etescher mal auch dran. Kann man auch gleich nochmal testen. Ich bin jetzt mal ganz verrückt und gehe mal hier vorne auf den Kugelkopf hin. Und wie man sehen, da wurde nicht gesagt, ja, weil der das nicht hat, mag geben wir es doch. Also man ist schon hier versucht gewesen, das aufs Reale zu halten. Und deswegen sage ich mal, wirklich ein Top-Mod. Jetzt gehen wir nochmal her, schauen uns die Lok mal an. Ich habe hier... Ah, das ist der normale Aero von Giants. Keine Ahnung, warum ich den noch drin habe. Ich habe das neue Patch drauf. Habe auch ein neues Safe-Game da mal gemacht. Ja, leider Gottes. Es ist ein Spiel. Habe auch noch den HTTP-Aero drin. Kann man nichts machen. Schauen wir nochmal hier. Blinker vorne. Ja, da hat er. Okay. Jetzt, warum hat er da drüben den nicht gehabt? Schauen wir nochmal rein. Okay, der geht ein bisschen unter, der Blinker. Jetzt sieht man. Also ist das normale Licht ein bisschen zu hell. Funktionieren tut's. Lok passt, wie wir ja sehen. Finde ich super gemacht. Wirklich ein toller Mod. Ja, wenn dir hier das Video natürlich gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.